Die einzigen Rohstoffe, die früher zur Papiererzeugung verwendet wurden, waren Hadern und Lumpen aus Baumwolle, Leinen oder Flachs. Die Aufbereitung war sehr mühsam, mit nur wenigen technischen Hilfsmitteln. Papiererzeugung wurde die weiße Kunst genannt. Blatt für Blatt wurde Papier mit der Hand geschöpft. Eine Tätigkeit, die von den Mühlenmeistern viel Geschick und Erfahrung forderte. Vom Gaucher werden die Bogen abwechselnd mit Filzflecken gestapelt und zum Pressen gegeben. In mühevoller Handarbeit wurden so in Tagesschichten von 15 Stunden an die 3000 Blatt Papier erzeugt. Um das Papier zum Schreiben verwenden zu können, musste die Oberfläche nach dem Trocknen noch gestrichen und geglättet werden. Erst dann war Schreibpapier wirklich fertig. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts blieb diese Methode weitgehend unverändert. Erst mit dem Bau einer Maschine zur Herstellung von endlosen Papierbahnen im Jahre 1799 begann auch in der weißen Kunst die industrielle Revolution. Diese Ära wurde von Freud durch viele Erfindungen und Innovationen wesentlich geprägt und somit die Entwicklung der Papiermaschinen nachhaltig beeinflusst. Eine moderne Papiermaschine von Freud hat beeindruckende Dimensionen und sie erzeugt Papier in unvorstellbaren Mengen. Dabei hat sich an den einzelnen Arbeitsschritten grundsätzlich nicht viel verändert. Der Stoff wird heute aus Holzschliff, Zellwolle oder Altpapier hergestellt. Mit Zusätzen für bestimmte Papiereigenschaften versehen, immer wieder gereinigt und verfeinert und in großen Mengen der Papiermaschine zugeführt. Im Former wird der Stoff auf das Sieb aufgebracht. Hier beginnt auch gleich die Entwässerung der Bahn, die jetzt noch aus 98% Wasser besteht. Dieser Vorgang ist mit dem herkömmlichen Handschöpfen vergleichbar. In der Presse wird, genau wie damals, durch Einwirkung von hohem Druck Wasser aus dem Papier gepresst. Nur heute durchläuft eine Papierbahn die Pressnips mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern. Wenn die Bahn mechanisch ausreichend entwässert ist, beginnt der Trocknungsprozess. Natürlich wird nicht mehr Luft getrocknet. Dazu reicht die Zeit nicht. Wir führen die Bahn über eine Reihe von beheizten Zylindern. Die Feuchtigkeit wird also im Eiltempo ausgedampft. Am Ende der Trockengruppe hat das Papier noch eine Restfeuchtigkeit von 3-4%. Für den Auftrag von Leim oder Farbe hat Freud mehrere Methoden entwickelt. In diesem Fall wird das Medium mit zwei Walzen auf das Papier übertragen. Diese Technik ist sicher, präzise, sehr schnell und eignet sich für viele Papiersorten. Können Sie sich noch erinnern, wie der Papiermachermeister die durch den Farbauftrag gewählten Blätter mit dem Achatstein händisch Blatt für Blatt geglättet hat? Diesen Vorgang nennen wir heute Kalandrieren. Dabei wird das Papier nicht nur geglättet, sondern auch Satinage und Oberflächenglanz für hochwertige Sorten erzeugt. Das Papier ist jetzt fertig, für den Zuschnitt und die Verpackung freigegeben. Sie sehen, die weiße Kunst ist im Laufe der Jahrhunderte weitgehend unverändert geblieben. Weiterentwickelt haben sich nur die Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte und damit natürlich auch die Menge der Produktion und die Qualität des Papiers. Wurden damals etwa 3000 Blatt Papier am Tag erzeugt, so produziert alleine diese Papiermaschine von Freud Tag für Tag mehr als 350 Millionen Blatt erstklassigen Papiers.